Ja, hahaha, jetzt noch Endgegner. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, oder? Birdo, wie kriegen wir den kaputt hier? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie... Ich glaube... Auf so ein fliegendes Ei draufstellen, das hochheben und dem an den Kopf werfen oder sowas? Ja, vom Konzept her scheint das in Ordnung zu sein. Aber das jetzt auch noch wahrscheinlich dann 3 bis 5 Mal hinkriegen, ohne getroffen zu werden, weil Power-Ups sind ja ausverkauft hier in dem Level. Das wird fies. Das wird sehr fies. Ich möchte das Level nicht schon wieder spielen. So, Treffer Nummer 1. Wenn er da unten bleibt, ist das eigentlich ganz angenehm. Dann hat man hier oben so einen mehr oder weniger sicheren Platz zumindest. Das war nicht weit genug. Nee, bleib schön da unten. Du brauchst gar nicht hier hochkommen. Muss nicht sein. Hier drauf, hochheben und dem an den Kopf. Okay, Treffer Nummer 2. Hoffentlich reicht ein weiterer Treffer. Ah, das war nicht schnell genug hochgehoben. Das auch nicht. Gehen wir wieder nach links. Ich weiß gar nicht, ob der hier überhaupt hochkommt. Das sieht optisch so aus, aber irgendwie kommt er dann nicht weiter nach links. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einsammeln. Wow, was ein Level. Wow. Als Belohnung gibt es eine Röhre. In den Rhonwald, oder wie? Also es kann nur noch besser werden, ganz ernsthaft. Hier gibt, ja, ist schon mal jede Menge Wald. Sehe ich auch so. Okay, hier gibt es. Hoffentlich mal wieder zur Abwechslung Power. Ach, leckt mich doch. Kleine lila Igel. Hier oben geht's natürlich nicht so einfach hoch. Klar. Ah, okay, das ist in Ordnung. Ja, Power Up, Power Up. Direkt am Anfang des Levels. So, das ist doch sehr schöner Luxus. Hätte man eben diesem Luftschiff auch gönnen können. Ja, was macht man hier? Einfach mit ein bisschen Schwung mal da durch. Sieht aus wie irgendwie ein... Weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Bazille. Diese lila Dinger da. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche, so 1 zu 1 mit dem Level, das wir gerade eben gemacht haben. Hier gibt's Power-Ups, sogar im Plural. Dann gibt's hier ganz einfache Koopas und ein Toad, der mit uns redet. Die Gegner vor uns sind schwer. Benutze die Turnips Rüben, um sie auszuschalten. Okay. Ja, so Rüben. Ja, wenn ich das mal vergleiche mit dem Luftschiff von gerade eben, das ist doch kein Schwierigkeitsvergleich, oder? Okay, kann man da eigentlich... Ah, okay, da kann man so mit einem Drehsprung auf diesem Weg. So. Das hier ist ein schönes, entspanntes Level. Fällt mir irgendwie besser. Ich weiß nicht warum, aber oben ist ja meistens irgendwie besser und toller und ganz viel mehr Klasse und so. Das war genau aus diesem Grund. Juhu! Power-Ups. Oh, schön. Ich liebe Power-Ups. Ja, ist das wieder so eine Rutschpartie hier? Ja, muss man eigentlich nichts tun, außer nach unten gedrückt halten. Zillen drüber, über den dich rein aus Bosheit wollte ich den jetzt abschießen. Ah, hey, guck mal. Kennen wir dich nicht von gerade eben irgendwie schon? Ich habe diesmal aber gar keine Lust, deine Eier zu nutzen, um dich zu töten, sondern mach ihn einfach mit einem Hammer. Das Level war jetzt wieder super einfach im Vergleich. Bis auf den geheimen Ausgang, den wir nicht gefunden haben, aber...
Hier unten gibt es ja auch noch ein Level mit geheimem Ausgang. Vielleicht finden wir ja den. Ach, hey. Willkommen in Hyrule. Again. Ansonsten aber bisher auch nicht wirklich viel anspruchsvoller, außer dass die komischen Blobs noch dabei sind. Die aber eigentlich überhaupt nicht stören. Bis sie uns denn den schönen Hammeranzug klauen. Moment, jetzt machen wir doch mal was ganz anderes hier. Das bringt alles nicht so viel. Wir kommen so unendlich viele von denen nach, wie es aussieht. Diese Röhren da. Ich wollte hier eigentlich mal so ein bisschen fliegen. Naja, dann eben nicht. Wir machen das altmodisch mit Springen und Rennen. Yoshi wäre auch nett, dann könnten wir jetzt richtig gut fliegen, aber ist leider nicht im Angebot. Aber ja, wundert ja auch nicht. Yoshi ist in Hyrule eben selten anzutreffen. Das war perfekt. In dem Moment kommt tatsächlich ein Yoshi, das ist unglaublich. Sehe ich auch so. So, noch mehr von diesen Blockmaschinen. Kommst du mal her? Kann man dich eigentlich... Ja, dich kann man fressen. Da kommt sogar Feuer raus. Pilz, Pilz, Pilz. Pilz kann man auch fressen. Pilz ist super. Oh, ganz, ganz viele Blockskins. Oh. Nicht wirklich abwechslungsreich, das Level hier, aber ansonsten... eigentlich ganz gut schaffbar, wie es aussieht. Ach, schon wieder so einer? Das wird aber auch langsam eintönig. Wie macht man das denn geschickt mit... Das wird nicht eintönig, weil hier einfach durch diese unglaublich vielen Blobs wahnsinnig viel los ist. Problem... Also mal ernsthaft. Was ist denn das für ein Chaos hier? Ich bin mir vor allem noch unschlüssig, ob ich Birdo jetzt mit seinen Eiern besiegen möchte oder ob ich irgendwas mit Yoshi anstellen möchte. Von wegen diese Blobs fressen und dann irgendwas auf Birdo drauf spucken, aber... Okay, das Level ist auch wieder fies irgendwie. Jo. Machen wir das hier auch alles nochmal. Ich habe irgendwie auch wieder ein schlechtes Gefühl hierbei. Die Blockmaschinen sind ein bisschen sehr übertrieben hier. Ganz ernsthaft. So viele Blobs braucht kein Mensch. Okay, okay, okay. Ein bisschen bouncy von den Blobs. Und dann geht das besser. Auch nicht. Ich weiß nicht. Eklig. Nehmen wir erstmal wieder Yoshi mit. So. Da gab es doch auch noch irgendwas. Nicht? Ja, da gab es noch den Pilz. Genau. Ich glaube aber eigentlich, dass ich Birdo lieber mit gefressenen Gegnern besiegen möchte. Das scheint mir einfacher als dieses Eiergehüpfe da zu veranstalten. Gerade wenn da noch so viel Blob-Zeugs um den drumherum ist. Das macht die Sache doch unglaublich eklig. Gucken wir mal, ob das vom Rezept her funktioniert. Ja, das funktioniert super. Gerade mit denen, perfekte Sache. So, ja, krasse einen drauf. Haben wir das Problem gelöst.